Liebe Genossinnen und Genossen, ich komme direkt aus dem Europawahlkampf und ich erlebe ein seltsames Phänomen. Entweder erlebe ich blödeste, dumpfstes Europa-Bashing oder ich erlebe eine Glorifizierung Europas und ich finde vor allem niemand mehr, der gegen TTIP ist. Ich glaube, wir sind in diesem Europawahlkampf in dieser Gefechtslage außerordentlich gut positioniert. Wir sagen deutlich, wir sind nicht gegen eine gute Idee Europas. Im Gegenteil, wir sind aber gegen die momentane Verfasstheit dieses Europa. Das wollen wir ändern. In diesem Europa rangieren Binnenmarktfreiheiten und Kapitalfreiheiten weit vor Sozialem und Arbeit. Und wir bekämpfen die aktuelle Politik dieser Europäischen Union. Die Ergebnisse zeitigt, ich will das deutlich machen, an einem Thema, das offensichtlich in diesem Parteitag noch nicht so intensiv diskutiert worden ist, nämlich an der Frage Arbeit und Soziales. Die Ergebnisse dieser europäischen Politik in den letzten Jahren sind katastrophal. Wir haben mittlerweile 125 Millionen Menschen, ein Viertel nahezu der europäischen Bevölkerung, unter oder hat an der Armutsgrenze. Wir haben die höchste Arbeitslosigkeit dieser Europäischen Union. Wir haben Jugendarbeitslosigkeit, die in Italien, Griechenland und Spanien weit über die 50-60% geht. Und die Prekarität frisst sich durch die Gesellschaft wie ein Krebsgeschwür. Nicht mal mehr die Hälfte der Beschäftigten in allen europäischen Mitgliedstaaten hat noch eine auf Dauer angelegte Arbeit, die einigermaßen tariflich bezahlt ist. Liebe Genossinnen und Genossen, das ist einer modernen menschlichen Gesellschaft nicht würdig, erst recht nicht in der reichsten Periode dieses Europa. Ein Mehr von diesem Europa wollen wir nicht, liebe Genossinnen und Genossen. Nun wenden sich die Menschen nicht nur ab, manche wenden sich auch Rattenfängern zu wie der AfD. Oder besser gesagt, wie könnte man die bezeichnen? Als Merkel-Ultras. Das Programm dieser Partei, dieser sogenannten Partei, lässt sich relativ einfach zusammenfassen. Europa ist schön, wenn die anderen reichlich und teuer bei uns einkaufen, zu Hause sparen wie der Teufel, ihre qualifizierten Fachkräfte natürlich billig bei uns abliefern und ansonsten die Schnauze halten. Liebe Genossinnen und Genossen, dieses Programm lässt sich auf den Punkt bringen, Deutschland, Deutschland über alles, das ökonomisch an Maß und Memel nicht Halt macht. Das ist nicht unser Europa. Das muss unseren Widerstand finden in diesem Wahlkampf. Wir kämpfen für ein anderes Europa mit anderer Industrie- und Wirtschaftspolitik, einer solidarischen Wirtschaftspolitik statt dem Kaputtsparen nach Merkel-Agenda. Wir kämpfen für gute Arbeit und soziale Mindeststandards gegen Prekarität und ausufernde Armut und wir kämpfen für mehr Demokratie in Wirtschaft und Gesellschaft statt einem autoritären Regierungseuropa und dem Regieren der Eliten in Brüsseler Hinterzimmern. Dieses Europa, Genossinnen und Genossen, darf nicht länger der Profitgier des finanzmarktgetriebenen Kapitalismus ausgeliefert bleiben. Die SPD firmiert unter dem Motto Europa neu denken. Verzeiht mir diesen plagiatsverdächtigen Satz. Es geht nicht darum, um Europa neu zu denken. Es geht darum, Europa zu verändern. Und das ist unsere Aufgabe. Wir sind die einzige Partei, die konsequent für Arbeit und soziale Gerechtigkeit in diesem Europa steht. Drei ganz aktuelle Entscheidungen will ich euch mitgeben. Wir haben im Europäischen Parlament gekämpft gegen die maßlose kriminelle Ausbeutung von entsandten Arbeitnehmern in Europa. Grüne und die Hälfte der Sozialdemokraten haben einer windelweichen, lauwarmen Regelung zugestimmt, die nichts bringt, ganz im Gegenteil, das Elend von entsandten Arbeitnehmern auf die nächsten 5 Jahre verlängert. Wir haben zweitens gekämpft für eine Bankenunion, weil wir der Auffassung waren, Banken sind ganz normale Wirtschaftsbetriebe, die müssen normal pleite gehen können. Was ist passiert? Wir haben eine Bankenunion auf europäischer Ebene, die nichts in dieser Frage löst, wo am Schluss in größeren Auseinandersetzungen, in größeren Havarien wieder der Steuerzahler Verantwortung trägt. Und letzter Punkt, während alle Parteien auf den Podium erklären, sie sind gegen ISDS und TTIP, im Europaparlament stimmen sie einer ISDS-Entscheidung, also einem Investorenschutz, zu. Darauf sollten wir sie festnageln.
Liebe Genossinnen und Genossen, wir können sagen, liebe Leute bei Grünen und SPD, so wird das nichts mit einer strukturellen Mehrheit Parlaments. Und wir können den Wählerinnen und Wählern vollmundig sagen, wer wirklich ein anderes Europa will, wählen, das sind wir, die Linke in Europa. Deswegen kämpft kräftig an den Infoständen. Wir brauchen ein gutes Ergebnis für unsere europäische Solidarität. Ich danke euch.